Schön, dass du da bist. Was denkt er über dich als Frau? Wie findet er dich? Wie wirkst du auf ihn? Das ist vielleicht besser formuliert, diese Frage, um die es jetzt da geht, in dieser Legung. Das ist eine kollektive Kartenlegung, gell? Ersetzt demnach keine persönliche Kartenlegung. Gell? Und ich spreche jetzt aus Sicht einer Frau: Wenn du ein Mann bist, dann sei so lieb und dreh das entsprechend um. Wie wirkst du auf ihn als Frau? Es gibt eine Stapelwahl und zwar. Drei Stapel gibt es. Drei. Die Zahl drei spüre ich jetzt. Gut. Dann legen wir los. So, Brille ist auf. Wie wirkst du auf ihn als Frau? Das muss nicht sein, dass du tatsächlich so bist. So wirkst du. Ein großer Unterschied ist das, gell? Also, du kannst auch drei verschiedene Männer natürlich auswählen. Gell? Gut. Wie wirkst du auf ihn als Frau? Also nicht generell, sondern wirklich in deiner Weiblichkeit. In der Anziehungskraft zwischen Mann und Frau oder von ihm, deinem Gegenüber, zu dir. Also auch, gibt ja gleichgeschlechtliche Verbindungen, ja. Wie wirkst du auf dein Gegenüber, aber in ja schon zwischenmenschlicher Hinsicht? So. Nummer 2. Und Nummer 3. Wähle jetzt. Stapel 1 oder Mann 1. Stapel 2 oder Mann 2? Stapel 3 oder Mann 3? Gut. Oder eben jeder Stapel für einen anderen Mann, für anderes Gegenüber, ja? Gut, dann legen wir los. So, Stapel 1, Mann Nummer 1, so wirkst du jetzt auf ihn. Du wirkst auf ihn als Frau, dass du ihm gegenüber an ihm nicht mehr oder nicht festhältst. Du wirkst auf ihn als Frau, dass du
mehrere Möglichkeiten hast, eine Auswahl hast an Verehren. Eine Dame, die wählen kann. So schätzt er dich ein. Und eine Dame, die nicht oder nicht mehr an ihm festhält. Die vier der Münzen und die 10 Schwerter. Hoppala. Und die 7 Kelche. Mann Nummer 2, Stapel 2, Verzeihung. So wirkst du auf ihn als Frau. Jetzt. Du wirkst auf ihn als eine sehr andersrum, als eine Dame, die bei ihm Klarheit möchte. Und zwar Klarheit beziehungsweise eine Entscheidung einfordert nach einer sehr verletzenden Situation, es hat sie was sehr verletzt, ja, so wirkst du auf ihn. Im Zwischenmenschlichen und eine Dame, je nachdem, ob du diesen Herrn kennst oder nicht, da kommt jetzt durch, das sind wirklich zwei verschiedene Gruppen, also die, die diesen Mann bereits länger kennen, ja, da wirkst du auf ihn so, dass du, also dass das so nicht mehr geht, dass du auch bereit wärst, diese sehr besondere Verbindung, er glaubt schon, dass das eine besondere Verbindung ist für dich, Seelenverbindung, aber dass du zu einer Entscheidung bereit bist, beziehungsweise Klarheit wünscht. Also es geht so nicht mehr, wie es war. Wenn du diesen Mann erst kurz kennst, dann wirkst du so auf ihn, dass er meint zu spüren oder zu wissen, dass du sehr viel hinter dir hast. Vielleicht sogar betrogen wurdest, belogen, hintergangen, dir dein Herz gebrochen wurde und jetzt ganz klar weißt und auch dafür einstehst, was du möchtest und was du nicht möchtest. Und er schätzt dich ein, dass du eine Verbindung möchtest von Herz zu Herz und dass er für dich interessant ist. Das Aster, Schwerter, 5 Schwerter und die 2 Kelche. Hast du den Stapel Nummer 3 gewählt? Mann Nummer 3. Dann sage ich dir jetzt gleich, wie schätzt er dich als Frau ein jetzt? Er schätzt dich als eine Frau ein, die um ihren Wert weiß,
die wunderschön ist. Frei, unabhängig, ihren Wert kennt. Die bei sich selbst angekommen ist, die sich mit sich selbst wohlfühlt, sehr eine selbstbewusste Energie, vielleicht auch gern verreist, aber das ist wirklich nur bei manchen. Aber es ist so diese Energie, also er schätzt dich ein, dass du wirklich so in dir ruhst, bei dir angekommen bist, du bist mit dir selbst erfüllt. Du bist reich mit dir selbst. Und du, das klingt jetzt vielleicht sehr spannend, aber ich habe es echt so da, du gibst dich nicht mit jedem ab. Du weißt, was du möchtest und wen du möchtest und du ziehst auch Grenzen, wenn dir jemand nicht entspricht. Die 9 Münzen, die Welt und die 7 der Stäbe. Ich hoffe, dieses Orakel hat den einen oder anderen Impuls eröffnet. Danke für das Abo, für das Like, fürs Teilen von meinem Kanal, für den Kommentar, für die Wertschätzung. Ich freue mich sehr. Bis bald und viel, viel Segen für dich. Stella.